Freunde des Alien-Franchise haben Grund zur Freude. Zum einen startet demnächst mit Alien Romulus ein neuer Film in den Kinos, zum anderen steht jetzt eine vielversprechende Serie in den Startlöchern. Die Dreharbeiten für das von FX produzierte Projekt wurden gerade abgeschlossen. Firmenchef John Landgraf und Showrunner Noah Hawley verkündeten zu diesem Anlass auch den endgültigen Titel der bisher unbenannten Serie Alien Earth. Sie dient als Prequel zu Ridley Scotts Originalfilm aus den 70ern. Wie der Name bereits verrät, soll die Handlung diesmal aber nicht auf einem Raumschiff oder einem fremden Planeten stattfinden, sondern auf der Erde. Wir sind gespannt, wie die Serie erklären wird, dass die Menschheit 30 Jahre später, zum Zeitpunkt des Films, nichts mehr von der Bedrohung aus dem All wissen wird. Ridley Scotts eigene Prequels wie Prometheus sollen komplett ignoriert werden. Die eher unbekannte Sydney Chandler verkörpert in der Hauptrolle ein Metawesen namens Wendy, das den Körper eines Erwachsenen und den Verstand eines Kindes hat. Ihr Mentor wird von Timothy Olyphant gespielt, der einen Androiden mit dem Namen Kirsch darstellen soll. Die Produzenten zeigen sich zuversichtlich, so meinte FX-Boss Landgraf, dass Noah Hawley die Story für mindestens 2 Staffeln für die Alien-Serie entwickeln sollte, bevor er mit seiner preisgekrönten Serie Fargo weitermachen durfte. Aktuell sitzt das Team an der aufwendigen Postproduktion, die wohl noch eine ganze Weile andauern wird. Ein Release-Termin für Alien Earth steht noch nicht fest, das Jahr 2025 erscheint aber sehr wahrscheinlich. Wo sie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. Am wahrscheinlichsten ist jedoch Disney Plus als aktuelle Heimat der Alien-Filme und vieler anderer FX-Produktionen.